Wie kamen Sie denn bitte dazu? Können Sie uns das kurz erzählen, wie das passiert ist? Ja, ich war vor Tschernobyl vollkommen unökologisch, vollkommen unpolitisch. Und dieses Tschernobyl-Unglück, das hat gerade wie eine Bombe bei uns reingeschlagen. Mit 5 kleinen Kindern, da macht man sich natürlich ganz andere Gedanken. Und auf einmal sind ja auch 2000 Kilometer nicht mehr wirklich weit weg. Also ich habe mir vorher über Atomenergie nie Gedanken gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber das war wirklich so ein Erlebnis, was das ganze Leben umgekrempelt hat. Und wir haben uns dann zu so einer kleinen Gruppe zusammengetan in Schönau. Zuerst ging es natürlich mal um so tägliche Dinge, wie was können die Kinder essen, dürfen sie überhaupt noch draußen spielen. Also wer das miterlebt hat, kennt das. Aber dann war uns klar, nachdem die Politik nichts tat und nachdem die Energieversorger nicht dazu übergingen zu sagen, ja, wir sehen jetzt auch, Atomkraft ist sehr gefährlich, ja, dann war uns klar, ja, jetzt müssen wir was tun. Und dann haben wir die Ärmel hochgekrempelt und haben angefangen. Und dabei sind wir heute immer noch. Aber die Phase des Ärmel hochkrempels ist ja so vorbei. Können Sie mal beschreiben, welche Form das angenommen hat? Denn damals gab es ja einerseits dann die Anti-Atom-Kraftbewegung und es sind damals ja, was man heute gern vergisst, viele Leute tatsächlich emigriert, auch aus Deutschland aus diesem Grund. Ja. Aber sich der Sache zu stellen und das in eine organisierte Form zu bringen, wie kommt man da dazu? Vor allem, wenn man, wie Sie gerade gesagt haben, beruflich eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Also das hat sich eigentlich so ergeben. Natürlich haben wir nie am Anfang dran gedacht, wir kaufen jetzt ein Stromnetz und dann werden wir Stromversorger. Das ist ja auch irgendwie eine Idee, die erstmal ganz weit weg liegt. Aber wir haben Energiesparaktivitäten gemacht, wir haben erneuerbare Energien finanziert und installiert, Wasserkraftwerke reaktiviert, Blockheizkraftwerke finanziert und bei allem, was wir gemacht haben, hat der Energieversorger vor Ort uns überall Hindernisse in den Weg gelegt. Zum Teil richtig große Hindernisse und irgendwann hatten wir es so satt, dass wir gedacht haben, also wir wollen uns nicht immer mit dem rumärgern müssen und unsere Kraft an seinen Hindernissen vergeuden. Wir wollen doch was umsetzen und so entstand dann die Idee, selbst Energieversorger zu werden und dann konnten wir selbst bestimmen die Rahmenbedingungen. Ja, und das hört sich natürlich jetzt so gesagt ganz einfach an, aber das war natürlich kein bisschen einfach. Das hat ja 10 Jahre lang gedauert, bis vom Beginn des Projektes, bis wir dann wirklich die Stromversorgung übernommen haben. Auch da gab es Riesenhindernisse. Wir haben 2 Bürgerentscheide geführt, um das umzusetzen. Wir haben beide gewonnen. Was mir immer wieder zeigt, die Bevölkerung denkt mit. Man muss es ihr nur richtig erklären. Das finde ich einfach eine tolle Botschaft. Ja, und dann hat der Energieversorger, nachdem wir die Konzession übertragen bekommen haben von der Gemeinde für sein Stromnetz, so unendlich viel Geld verlangt, dass es beinahe daran gescheitert wäre, aber auch nur beinahe, weil wir haben uns dann auch was überlegt. Wir hatten den Teil des Netzkaufpreises, der unserer Meinung nach gerechtfertigt war, den hatten wir als Beteiligungen von Bürgern, die das eine tolle Idee fanden, dann über einen Energiefonds der GLS-Gemeinschaftsbank hatten wir 4 Millionen Mark zusammen, also das war ja damals noch die Markzeit und der Energieversorger wollte aber 8,7 Millionen Mark haben und diesen überhöhten Preis, den konnten wir natürlich nicht mehr als Beteiligung zusammenbekommen, weil das hätte die Wirtschaftlichkeit des Projektes natürlich, dieser überhöhte Preis, total zunichte gemacht. Und deswegen haben wir dann eine bundesweite Spendenkampagne initiiert. Die hieß damals, ich bin ein Störfall. Das heißt, die hat das umgedreht. Auf einmal war der Mensch der Störfall für die Atomwirtschaft. Ja, und dann ist diese Spendenkampagne so gut angenommen worden von den Medien, von der Bevölkerung, dass wir innerhalb von 6 Wochen die 1 Million zusammen hatten und das hat uns selbst so überwältigt und hat uns auch so einen Auftrieb gegeben, dass wir gedacht haben, das schaffen wir.
Und der Energieversorger, der war natürlich nicht so glücklich drüber. Der hat mich dann mal angerufen, der Direktor, und hat gesagt, Frau Sladek, Sie zerstören unser ganzes Image. Na, ich gesagt, irgendwas verstehen Sie falsch. Nicht wir zerstören Ihr Image, Sie zerstören Ihr Image. Naja, und dann ging es noch ein paar Wochen und dann haben sie eingesehen, das hat keinen Zweck, die Kräfte mit uns zu messen. Wir bezwingen sie, und dann haben sie freiwillig nachgegeben, haben den Preis auf 6,5 reduziert. Dann haben wir mal gezählt, was wir haben, haben wir gesagt, 6,5, das schaffen wir. Bezahlt haben wir am Ende 5,8, also das wurde dann immer weniger. Aber selbst diese 5,8 waren natürlich noch zu viel, weil wir hatten 4 Millionen errechnet und dann haben wir das nur unter Vorbehalt bezahlt. Das haben wir so ausgehandelt und dann haben wir sie verklagt. Und dann hat der Prozess zwar 5 Jahre gedauert, aber zum Schluss ergab das Schiedsgutachten, was richterlich angeordnet war, dass unser Stromnetz in Schönau nur 3,5 Millionen Mark wert war, statt 8,7. Ja, und dann musste der Energieversorger uns alles zurückgeben, was wir zu viel bezahlt hatten, samt Zinsen und Zinseszinsen. Und das war natürlich ein wahnsinniges Erfolgserlebnis. Da kann man schon gleich sich die Frage sparen, was so die größten Hindernisse sind. Die größten Hindernisse sind die etablierten und monopolisierten Strukturen, in dem Fall mit den nötigen Leuten, die dahinter stehen. Was war denn für Sie so das Innovativste dran? Denn Sie haben das ja als Erste gemacht, sowas gab es ja vorher nicht. Wie entsteht so eine Form von bürgerlicher Innovation? Hat es dann plötzlich in der Runde plopp gemacht und Sie haben gesagt, machen wir einfach selber, kein Problem, oder wo kommt dieser Geist her? Ja gut, es gab ja schon so Momente, wo wir wirklich auch verzweifelt waren und gedacht haben, meine Güte, jetzt haben wir schon so lange daran gearbeitet und wir kommen nicht weiter. Und dann auf einmal, wenn man in so einer Gruppe ist, dann entsteht irgendwie eine verrückte Idee. Normalerweise ist das ja bei verrückten Ideen so, die entstehen und verschwinden wieder. Und bei uns wurden die verrückten Ideen dann halt umgesetzt. Das war insofern manchmal ganz schwierig, weil es auch so eine langfristige Sache ist. Und das ist ja, sage ich mal, so eine Gruppe von Menschen zu so einem langfristigen Engagement wirklich über ein ganzes Jahrzehnt zu motivieren. Das ist nicht so ganz einfach. Also ich selbst habe mich auch immer sehr schwer motiviert. Ich bin eigentlich eher so ein Kurzstreckenläufer. Ich kann wahnsinnig viel Energie mobilisieren, aber so auf die lange Strecke, das fällt mir auch schwer. Das habe ich gelernt in diesem Projekt. Und ich habe sogar gelernt, die anderen bei Laune zu halten und zu ermuntern und zu motivieren. Ja. Also ganz sicher ist natürlich das Ganze abhängig von der Führungspersönlichkeit. Die sind in dem Fall natürlich Sie. Aber inwieweit, denken Sie, denn ist es von der Gruppe als solche abhängig? Gibt es eine gewisse Chemie von Gruppierungen, die vorhanden sein müssen, um solche Innovationen hervorzurufen? Ja, nicht eine Chemie, aber es muss irgendwie eine gewisse, wie soll ich das sagen, die Menschen einer Gruppe müssen ein gewisses Selbstverständnis haben. Jeder muss wissen, was kann er leisten, was ist sein Beitrag dazu. Es ist ganz schwierig, in manchen Gruppen ist es so, dass zum Beispiel Leute an die Öffentlichkeit gehen wollen, die das einfach nicht können, die nicht genügend Einfühlungsvermögen haben. Das braucht man ja sehr, dass man weiß, wann man wo was sagen kann. Und das finde ich immer ganz schwierig, wenn da eine Gruppe dadurch zerstört wird eigentlich, dass Leute Positionen haben wollen, die sie nicht ausfüllen können. Das ist natürlich auch schwierig, sage ich mal, im Hintergrund irgendetwas zu arbeiten, weil natürlich der Platz im Rampenlicht natürlich von allen begehrt wird. Das ist ja schon klar. Und deswegen, denke ich, ist es wirklich so wichtige Voraussetzung in der Gruppe, dass jeder wirklich sieht, das ist mein Platz, das kann ich gut, da tue ich der Sache etwas nützen. Denken Sie denn jetzt, dass Ihr gutes Beispiel einfach nachzuahmen wäre? Denn Sie sind ja jetzt schon vorausgegangen, es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Hindernisse. Wäre das denn denkbar, dass man das multipliziert, was Sie da gemacht haben? Ich denke, das wird schon multipliziert.
Nicht in genau der gleichen Form, aber vor 25 Jahren, also Tschernobyl ist ja beinahe 25 Jahre her, da war die Rekommunalisierung in aller Munde, aber sie wurde nicht umgesetzt. Und heute sind doch ganz, ganz viele Kommunen wieder dabei, ihre Stromversorgung in die eigene Hand zu nehmen. Das sind dann zwar nicht wie bei uns die Bürger direkt, aber indirekt ja trotzdem. Das denke ich, da hat die EWS, war die EWS wirklich sowas wie ein Vordenker. Und solche Projekte, wie wir sie machen mit Bürgerbeteiligung, nicht nur, dass die Bürger mitreden dürfen, sondern auch, dass sie sich finanziell beteiligen können und sozusagen auch an der Wertschöpfung, auch an der finanziellen Wertschöpfung mit teilhaben können. Solche Projekte finden ja jetzt auf ganz, ganz vielen Ebenen statt und das finde ich sehr gut und ich glaube, das ist letztlich auch die Zukunft. Der Kapitalismus, so wie wir ihn erlebt haben, der hat spätestens in der Finanzkrise eigentlich gezeigt, dass ja das Ende gekommen ist und ich glaube, da sind neue Formen auch des Wirtschaftens gefragt und ich denke, dass dafür steht die EWS ein gutes Stück weit und hat auch gezeigt, was Menschen, die das mit Freude und Elan machen, was die alles erreichen können und insofern, denke ich, gibt es viele Nachahmer.